Hallo. Der Paul und ich, wir hatten in der vergangenen Woche eine etwas unangenehme Begegnung mit einem anderen Hund, die darin resultiert hat, dass er jetzt hier ein relativ großes Loch im Bobbes hat. Und bis dieses Loch zugewachsen ist, haben wir wieder Leinenruhe verordnet bekommen. Das heißt, ich muss mich jetzt schon wieder damit rumschlagen, diesen Hund hier auszulasten, ohne dass er sich großartig bewegen darf. Und wie ihr schon wisst, suche ich mir dafür immer Dinge aus, mit denen ich im Alltag was anfangen kann. Und bevor ich mit dem Hund Suchspiel in der Wohnung mache und die Wohnung zum Abenteuerspielplatz werden lasse, habe ich gedacht, wir machen mal was, was man tatsächlich im echten Leben in absehbarer Zukunft brauchen können wird. Und zwar Maulkorbtraining. Eigentlich hatte ich vor, dann eine Videoreihe draus zu machen. Mit vielen Videos, wo man sehen kann, dass man das Maulkorbtraining, wenn man es nicht dringend braucht, ganz langsam angehen kann und dann quasi fast ohne Arbeit zum Ziel kommt. Weil wir jetzt aber, wie gesagt, was zu tun brauchen, zeige ich euch mal die schnelle Variante. Und wir fangen jetzt einfach an. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einen Maulkorb und wir brauchen Essen. Und jetzt zeige ich euch Schritt 1, den ich mit dem Paul in der letzten Woche schon an, ich glaube, 7 Tagen täglich mehrmals gemacht habe. Das ist aber was überhaupt keine Mühe kostet, nämlich den Hund einfach Essen aus dem Maulkorb fressen zu lassen. Mal mein Knie aus dem Weg. Also sprich, ich tue Futter hier rein, halte dem Hund den Maulkorb hin und er darf den leer fressen. Und das machen wir, wie gesagt, jetzt schon seit einer Woche regelmäßig. Ich habe den an der Tür liegen und ich mache das einfach kurz vorm Spaziergang. Dann nehme ich ihn kurz in die Hand, lasse ihn 3, 4, 5 Mal draus fressen und dann gehen wir los. Hat auch den Vorteil, dass der Hund das mit der Situation verknüpfen lernt des Rausgehens. Das heißt, wenn ich den irgendwann mal drauf lassen will und dem Hund gleich was zu tun geben will, dann sind wir quasi schon in der Situation, wo ich das sehr gut machen kann. So, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zum nächsten Schritt und hier fängt das eigentliche Training an. Da geht es nämlich darum, dass der Hund was tun soll. Also er soll erst seine Nase reinstecken und dann bekommt er seine Belohnung. Ich benutze dafür gerne das Lobwort, um ihm zu sagen, in welchem Moment genau er was richtig macht. Also ich sage ja, sobald er seine Nase hier reinsteckt. Und dann fütter ich. Und zwar ist das bei diesen Maulkörben hier ziemlich genial. Die haben hier unten eine Lücke, wo die Hunde durchfressen können, aber nicht durchbeißen können. Und da kann man die Leckerchen reinschieben. Also auf die Plätze, fertig, los. Ja. So, und jetzt fütter ich gerne gleich mehrmals. Der Hund gewöhnt sich daran, dass es sich lohnt, die Nase im Maulkorb zu lassen. Und er gewöhnt sich auch daran, dass ich, während er die Nase im Maulkorb hat, was mit meiner Hand mache. Die ziehe ich nämlich zwischendurch immer mal wieder zurück. Achtet mal drauf. So, Hand geht weg, Hand kommt wieder. Hand geht weg, Hand kommt wieder. Hand geht woanders hinweg und kommt wieder. Und jetzt habe ich zweimal hintereinander schon 3 Leckerchen gegeben. Jetzt gucke ich mal, dass ich beim nächsten Mal ein paar mehr reinkriege, damit der Hund nicht anfängt zu zählen. Ja. Eins. Zwei. Drei. Na, schwierig. Vier. Fünf. Super. Fein. Gut. So, das war Schritt 2. Und den macht ihr wie immer so lange, bis es wirklich kein Problem mehr für den Hund ist, das zu machen. Paul, hör mal auf. Das heißt, wenn das so aussieht wie jetzt beim Paul, der Hund steckt die Nase sofort rein, er muss nicht lange drüber nachdenken. Also sobald der Maulkorb runtergeht, ja, kommt die Nase sofort rein und er lässt die Nase auch zwischen den Leckerchen im Maulkorb drin. Dann sind wir so weit, dass wir zum nächsten Schritt gehen können. Oh, schade. Und der heißt, lass die Nase ein bisschen länger drin, um dein Leckerchen zu bekommen. Und hier mache ich es immer gerne so. Wir neigen ja als Menschen dazu, immer in so Zeiteinheiten vorzugehen, die uns viel bedeuten. Also für die meisten sind es Sekunden. Und eine Sekunde ist aber am Anfang in der Regel viel zu viel. Ich habe das mit dem Paul jetzt schon oft gemacht. Das heißt, ich könnte tatsächlich sogar Glück haben mit der Sekunde. Aber vorsichtshalber steigere ich eher Drittel bis halbe Sekunden lang. Und wie ich das mache, ist, ich zähle im Kopf 21. 21 ist eine Sekunde, ein Hund ist eine halbe Sekunde und ein ist ungefähr eine Drittelsekunde. Das heißt, jetzt zähle ich mal laut vor, damit ihr seht, was mein Kriterium ist, bis das Lobwort kommt. Und wir schauen, ob das jetzt auch klappt mit
einer Drittelsekunde. Ein und ja, das war schon eine halbe. Da habe ich mich nicht an meine eigene Regel gehalten. Naja, das mache ich auch manchmal. Und hier weiter dran denken, ruhig mehrmals hintereinander zu belohnen und die Hand dazwischen wegzunehmen. Fertig. So, jetzt machen wir das Ganze noch einmal mit der richtigen Wartezahl. Ein, ja. Ja, und das klappt jetzt so gut, dass ich beim nächsten Mal gleich zu den 21 gehen werde. Und bei euch ist es aber so, schaut, dass es wirklich gut klappt, bevor ihr so große Schritte macht. Groß in Anführungszeichen. Eine Sekunde ist ja nicht viel Zeit, aber es kann ein sehr großer Schritt sein für den Hund. Ja. So, das war jetzt eine Sekunde ohne zu zählen. Einfach damit mein Hund nicht anfängt mit zu verknüpfen, dass ich hier Worte sage und es dann plötzlich nicht mehr kann, wenn ich keine Worte sage. Fein, super. Und jetzt machen wir noch mal einmal eine Wiederholung mit der 1 Sekunde. Hoppla. Prima. Jetzt fasse ich zwischendurch den Kopf mal an, weil da mache ich nachher mit dem Riemen dran rum. Und der Hund soll trotzdem die Nase drin lassen, auch wenn ich den Kopf anfasse und da was mit dem Riemen dran mache. Prima. Gut, also hier passiert jetzt relativ viel auf einmal. Das ist vielleicht nicht so ganz geschickt, euch das so vorzutrainieren, aber ich möchte jetzt mal die ganze Prozedur in ein Video kriegen. Hetzt euch nicht. Ja? Also eure Hunde, wenn die das noch nie gemacht haben, werden höchstwahrscheinlich länger brauchen, um zu dem Punkt zu kommen, wo ihr gleichzeitig die Nase drin haben könnt und am Kopf rummachen. Konzentriert euch einfach erstmal auf die Zeit. Ja? Also die Zeit, die der Hund die Nase in den Maulkorb stecken muss, bis es die Belohnung gibt. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen hoch. Wir hatten eine Sekunde, hat gut geklappt. Jetzt machen wir nochmal 2 Sekunden und dann gibt es eine kurze Pause. Prima. Super. Jetzt machen wir noch einmal 2 Sekunden und dann kommt die angekündigte Pause. Und wie gesagt, das ist alles, auf das ihr achten müsst. Ihr könnt dann füttern, so schnell wie ihr wollt. Dass ich jetzt hier parallel dazu noch die Sachen mit dem Kopf anfassen mache, das ist für die Streber. Und das mache ich auch nur, weil mein Hund schon so weit ist, dass ich mir ganz sicher bin, er ist damit nicht überfordert. Ja, und das seht ihr daran, dass er hier einfach stumpf die Nase weiter reinhält. Wenn er sie jetzt mehrmals rausziehen würde, dann wäre das für mich ein Signal dafür, dass ich zu viel mache. Super. Und Pause. Pause. Ja. Sehr gut. Oh, oh, nicht auf mich klettern. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Jawohl. Gut. So, weiter geht's mit der nächsten Runde Maulkorb-Training. Wir waren eben gerade bei 2 Sekunden und jetzt ist mein Zwischenziel bei dieser Aufgabe immer, dass ich es schaffe, dass der Hund seine Nase durchschnittlich 5 Sekunden da reinhält. Wenn man das geschafft hat, dann hat man eine ziemlich gute Grundlage dafür, dass man hier mit dem Riemen rummachen kann, dass man den über den Nacken legen kann, dass man später ihn dann auch was tun lassen kann mit dem Maulkorb, um ihn davon abzuhalten, den da abzumachen. Aber in dem Video heute konzentrieren wir uns mal nur drauf, diese Zeit hinzubekommen. Ich schaue jetzt mal, wie weit ich noch in der Session komme. Wenn wir Glück haben, dann schaffen wir noch die durchschnittlich 5 Sekunden. Wenn nicht, dann mache ich das bis zum nächsten Video weiter und zeige euch dann den nächsten Schritt, wo es darum geht, hier das Ding auch wirklich dann an den Kopf zu kriegen und am Hund zu befestigen. Ja, aber erstmal legen wir die Grundlagen und das ist das eigentlich wichtige Training. Später das Festschnallen wird ganz einfach, wenn ihr jetzt Zeit investiert, dass der Hund sich wirklich darauf konzentriert, die Nase da reinzustecken. Okay, Paul, los geht's. Ja, das sind die 2 Sekunden von vor der Pause. Und ich konzentriere mich jetzt auch mal wirklich nur drauf, dass wir quasi die Dauer steigern. Ich fasse nicht am Kopf an. Ich bin mal ein gutes Vorbild. Ja, das waren jetzt 3 Sekunden. Und jetzt geht es ja darum, dass wir im Durchschnitt steigern. Das heißt, ich werde jetzt nicht als nächstes wieder 3 und dann 4 Sekunden machen, sondern ich gebe ihm jetzt mal einen Durchgang, wo er es einfach gemacht bekommt und die Nase wieder nur 1 Sekunde reinstecken muss. Ja.
Ja, so halten wir das Spiel spannend. Wenn ihr quasi immer dieselbe Zeit nehmt, dann wird es für den Hund leicht rauszufinden, dass es um eine bestimmte Dauer geht. Und darum geht es ja nicht, sondern es soll ja irgendwann mal so sein, dass der Maulkorb da drauf bleibt, bis er wieder abkommt und nicht nur 3 Sekunden. Jetzt gehen wir auf 4 Sekunden hoch. Ja, oh, war gerade noch so. Ja, 4 Sekunden waren jetzt schon relativ knapp. Probieren wir gleich nochmal. Ja, das war gut, das hat er schön hingekriegt. Jawohl. Jawohl. Oh, jetzt die Nase wieder raus. Ja, jetzt haben wir nochmal 3 Sekunden gemacht. Fein. Jetzt machen wir nochmal 4 Sekunden. Ja, prima. Und jetzt trauen wir uns mal, da ist mir ein Leckerchen runtergefallen, jetzt trauen wir uns mal die 5 Sekunden. Ja, juhu. So, jetzt kriegt er ein paar mehr Leckerchen dafür, weil 5 Sekunden, das ist jetzt schon eine Marke. Muss aber natürlich die Nase dafür drin lassen. Nochmal 5 Sekunden. Gut. Jetzt nehmen wir nochmal 4. Einfach um nicht so eine lineare Steigerung zu haben. Gut. Prima. Und jetzt nehmen wir 6. Jetzt hat er die Nase wieder rausgezogen. Das ist kein Weltuntergang, aber es gibt die Belohnung nur, wenn sie lange genug drin bleibt. Also, fragen wir ihn nochmal, kannst du 6? Ja. Oh, wie gut. Wie gut. Fein. Jetzt machen wir es ihm nochmal leicht und er muss nur 4. Ja. Und zum Abschluss gleich nochmal 5. Und dann weiß ich jetzt nicht genau, ob das mathematisch durchschnittlich schon 5 Sekunden sind, aber es ist auf jeden Fall genug Zeit, um anzufangen, mit der anderen Hund am Riemen rum zu fuhrwerken. Also da sind wir jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst. Wir haben ein paar mal 4 Sekunden, ein paar mal 5 Sekunden, ein paar mal 6 Sekunden gehabt. Das sollen jetzt mal durchschnittlich unsere 5 Sekunden sein. Also noch einmal die 5. Ja, prima. Sehr gut. Gut, damit ist der Paul fertig. Sehr gut, ja. Sehr gut. Nicht hochkommen, da ist die Maus. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Ja, wo ist die Maus? Damit ist der Paul fertig, hat seinen Job super gemacht. Und es, ich sage nochmal dazu, es ist tatsächlich so, dieses Dauersteigern machen wir heute das erste Mal. Wir haben das schon mal gemacht mit einer halben Sekunde, bevor wir dieses Video gemacht haben. Aber was ihr jetzt in Echtzeit gesehen habt, ist einfach, so schnell geht ein Maulkorbtraining, wenn man diese kleinen Schritte macht und wenn man auch wirklich nur dann weitergeht, wenn der Hund auch soweit ist. Was wiederum nicht heißt, dass das bei euch so schnell gehen muss, weil Maulkorbtraining ist in der Regel was, wo man Zeit für hat, wenn man es einfach mal so zwischendurch macht, wenn man es jetzt dringend braucht, weil morgen eine medizinische Behandlung ansteht oder weil der Hund einfach einen Beißvorfall schon hatte in einer bestimmten Situation und ja, abgesichert werden muss. Dann sollte das ein Profi machen, der es so schnell trainieren kann. Oder man muss einen anderen Weg gehen, aber dazu kann ich nochmal bei anderer Gelegenheit mehr sagen. Paul, was ist denn los? Hey, hey, hey. Komm mal runter. Ich danke euch erstmal fürs Zugucken und wir sehen uns zum nächsten Video, wenn wir uns dann dran machen, den Maulkorb fest am Hund zu befestigen. Tschüss.